Krise. Droht Richard Lugner und Spatzi das Liebesaus? Oh oh. Lassen sich Kathy alias Spatzi und Richard Lugner etwa schon wieder scheiden? Es sieht gerade danach aus. Denn sie fühlt sich vernachlässigt, weil er ständig unterwegs ist. Und genau das könnte zum Problem werden. Schon auf der Traumhochzeit im September herrscht Eifersuchtsalarm. Er ist oft charmant zu fremden Frauen, das ist das Problem. Aber er kriegt dann auch eins über den Kopf von mir. Also wenn es mir zu viel wird, dann sage ich, hör auf oder ich gehe. Und dann weiß er schon, er macht ein bisschen langsamer. Eieiei, Richard Lugner liebt die Frauen. Und Kathy, die fährt die Krallen aus. Ich bin halt schon so ein Typ, wenn ich jemanden liebe, dann bin ich schon sehr eifersüchtig und dann kann ich auch mal ein bisschen krasser werden und die Ellbogen ausfahren. Aber er weiß mittlerweile damit umzugehen, weil er ist auch so einer, der auch mega krass eifersüchtig ist. Mega. Wenn ich sage mega, dann meine ich mega. Aber er denkt so, er kann sich sowas erlauben, weil er würde ja nichts tun, aber ich nicht. Hoppla, da ist die rosarote Brille aber mal schnell abhanden gekommen. Jetzt ist zu hoffen, dass wir beide aus der Ehe das machen, dass aus der Ehe, dass die dauerhaft ist und durchsteht. Viel Gemeinsamkeit braucht man, mehr zusammenhalten. Richtig klappen will das aber gerade überhaupt nicht, denn Kathys Zweifel, die bleiben. Kein Wunder, auch Lugners Ex-Kolibri zieht in den Medien immer wieder gerne über Spatzi her. Es wurden uns viele Steine in den Weg gelegt. Und das ist halt auch was, was dann in einer Beziehung so ein bisschen keinen Streit verursacht, aber es ist halt ein ungutes Gefühl, wenn man weiß, es wird einem nicht gegönnt und dann zweifelt man auch und dann weiß man nicht, was man tun soll. Das letzte Beziehungswort ist hier also noch nicht gesprochen. Ob sich Richard und sein Spatzi wieder zusammenraufen? Hoffentlich, denn andernfalls müsste Herr Lugner wirklich so einige federn lassen.